Auch alle Werte. Ach Mensch. Ja, nehmen wir. Ich brauche dringend mal wieder bessere Waffen. Ich finde aber keine guten. Obwohl, hau rein. Ein kurzer Löchchen, Sefi und Samira. Ich grüße die Chat. Ja, hallo Fenra. Schön, dass du mal kurz da bist. Hallöchen. Tja, ich glaube, wir haben damit Akt 3 auch beendet. So muss ich hier ausbauen, ne? Guck mal, was ich hier noch ausbaue gerade an. Achso, Skills, ja. Ich teleportiere mich schon mal in die entsprechende Richtung, wo wir gleich hin müssen. Flop. Bei einer Hauptstadt wäre ganz cool. Ich brauche eine Truhe. Der erste Final. Sind teleportiert? Da ist Jagd 2 dran. Ach, ich bin. Nee. Also, ich bin jetzt quasi beim nächstmöglichen Wegpunkt, den ich habe, zur nächstmöglichen Quest, der Hauptquest-Reihe. Ich hätte gerne erstmal die Tränke jetzt. Ach ja, genau, da war ja was. Aber wir sind ja am richtigen Gebiet hier oben. Ich weiß, hier oben gab es Bären. Ich meinte ja auch Dingens, Varu. Im Norden über den zersplitterten Gipfeln. Also, ich würde sagen, wir gehen mal zur Quest rechts oben. Das ist ungefähr der Norden. Sehe ich gerade nicht. Zur Rechten von beiden gelben Narben, sage ich jetzt schon, ich sehe den Chat vor dem bei. Die Haare sind heute einfach nur, ich hab Zopf, das ist alles. Jeweils das Rechte, das ist ungefähr da, wo es halt im Norden sein sollte, wo dann theoretisch die Bären zu sehen sind. Die Bären sollen ja die Knochen geben. Und so. Wir sind gar kein Schmied und so. So. Habe ich auch gesehen gerade, ich dachte, hier wäre einer, ist natürlich doof gelaufen. Brauchst du einen? Brauchst du einen? Ja. 10 Plätze habe ich, glaube ich, noch. Na komm, dann gehen wir zum Spiel oder zur Stadt hier. Ganz links, Cat Badu, da ist alles mit Truhe auch. Oh, es ist ja gerade, wo du hingehst. Ich kann es ja zu beiden Städten. Hauptsache in der Stadt. Ich muss auch was loswerden. So ist nicht. Ja, Fenra, das macht eine Menge aus. Husch. Weg. Da lässt sich noch einiges gebrauchen. Ah ja, genau. Das wollte ich ja raus haben aus dem Ding. Da. Streng und anständig. Habe ich schon grob gesehen, Kurin, die neue Gruppe, aber noch keine Zeit gehabt, da zwischen Arbeit, Physio und Aufnehmen reinzugucken. Aber es ploppte bereits auf bei mir irgendwo, ja. Zack. Her damit. War nicht wahr. Da ist die Truhe. Ah, Mist. Lass mich durch zu meiner Truhe. Was suchst du? Was hast du? Ach, der Tranktyp ist in der Stadt, der jetzt bin auch gerade nicht. Doch, hier ist ein Tranktyp. Bei mir nicht. Ist hier? Ach, welcher bist du denn? Ja, du musst in die Hauptstadt gehen. Hauptstädte sind die mit der komischen Burg quasi im Wegpunkt drin. Das ist kein Dreieck, das ist eine Burg. Und dort haben wir offenbar erst zwei. Eine im Akt 1, eine in dem anderen, wo wir waren. Tja. Plop. Okay, cool. Ich weiß Bescheid. Hübscher Baum. Geil. Da fallen die Augen zu, das gab's doch immer nicht. Ja, Seven Deaths ist ein bisschen spannender, wenn man dann ums Überleben kämpfen muss. Und wo? Ja. Ja. Aber ich mache echt zu wenig Schaden einfach, ich verstehe es nicht. Nee. Ich überlege schon komplett nochmal umzuskillen, ob es vielleicht doch an den Zaubern liegt. Naja. Ich bin zwar
recht zufrieden mit dem Spielstil, aber so richtig krasse Effekte und Bumm habe ich halt nicht. Jetzt mit dem Meteor und der Frostor war das geiler gewesen. Vom Bildschirmeffekten her. Der Bild ist in Ordnung. Der Bild ist in Ordnung, aber der Schaden stimmt nicht. Das müssten hauptsächlich die Items sein, schätze ich mal. Hier, 39er Item und noch ein. Ich habe zwei 39er Items für einen Level 44 Charakter. Und das sind ja die beiden, die hauptsächlich Schaden machen. Da müsste ich auch besseres Zeug finden. In der Defensive bin ich eigentlich gut aufgestellt. Da sterbe ich nicht so leicht. Da habe ich auch nicht so die besten Items. Ah, ich bin unsicher. Wo bist du eigentlich, Samira? Ach, da. Da bin ich. Was machst du denn da hinten in der Stadt? Ich dachte, das wäre kürzer. Zum Laufen, meinst du? Ja. Kann sogar sein. Ich weiß es nicht. Hier ist ein Bär. Ha. Eine Bär. Hau, ich komme auch zu dir. Manager, Chef, was ist denn? Ich habe hier einen komischen Chat bei mir heute. Wieso? Ach, die reden über Dinge. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Einfach so. Man darf nicht über Dinge reden tun. Haha, ich habe einen Eisbär eingefroren. Ja, hab da gemacht. Hallo, Sam. Mira, doch, bist du. Stirb. War kein Bär gewesen hier. Der ist schon lange tot. Ach so. Der arme Bär. RIP. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Rest in Peace. Rip Rip-Eye. Du musst die für die Challenge sparen, Fender. Du kannst gerne was machen. Nutz deine Punkte für was Sinnvolleres als das. Habe ich kein Problem mit. Au. Ah, da passiert's doch schon. Kommt demnächst, Kurin. Lauf, Samira, lauf! Denk die am Popo. Ja, ja. Da nicht lang übrigens. Achso, du willst trotzdem kein Lament. Ja. Wenn ich einen Bären sehe, rufe ich laut Bär, ne? Ja. Für Fenra, ja, vielen Dank. Rausgetippt. Igitt. Das ist mein Leben. Das waren 5 gerade, glaube ich. Ach, egal. Schwierig. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Voll unkonzentriert gerade. Voll unkonzentriert. Weiß ich auch nicht genau. Ja. So kann man es auf einen Nenner runterbrechen, würde ich sagen. Ich bin noch nicht bereit. Nun ist alles wieder gut. Hallo, Samira. Das ist voll gemein. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich auch nicht. Ich ignoriere es doch jetzt einfach. So. Keine Statue. Statue. Na, siehst du, neues Gebiet hier, neue Fähigkeitspunkte. Ah, habe ich schon. Ah, Bär, Grizzlybär. Und Viecher drumherum. Hallo? Ich bin noch nicht bereit. Jetzt. Ich bin in falsche Richtung geschossen. Oh, wieso leben die so lange? Und wurde was fallen gelassen an Knochen bei dir? Wer ist tot? Nee. Was warst du? Knochen? Gemahlene Knochen? Oder was war das? Irgendwie so. Ich muss mal darauf achten, ob ich das auch hier liegen sehe. Dann kann ich gucken, welche Gegner es fallen lassen. Alter, wieso sterben die ja nicht? Das wird schwieriger irgendwie, ne? Ja. Ich finde auch. Die Zuschauer, falls ihr wundert, ich bin ein bisschen müde. Ja, ich werde auch müderer. Bin ich ein bisschen ruhiger heute.
Ist echt nicht geil, mit in der Woche zu spielen. Nee, war die Aufregung von 7 Days, wo mich fast jemand umgebracht hat. Ja, diese Geier sind unberechenbar, habe ich gehört. Ja, ja. Das war gar nicht gelügt, Fenra. Nur die Wahrheit gesagt. Ja, ja. Bam. Komm, peitsch ihn aus. So. Überragendes Leder, was brauchst du nicht, ne? Sagt bei mir hier oben gerade. Nee. Du brauchst Knochen. Ja. Ist doch gar nicht. Ich würde dir auch ganz gerne selber Materialien geben, aber ich kann ja keine fallen lassen von dem, die ich habe, ne? Nee, geht nicht. Sauerei. Das geht ja nicht, ne? Was geht nicht? Das geht leider nicht, dass man sowas tauscht oder teilt. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Das ist so echt komisch, dass du aber nicht hast genug davon. Das ist. Verstehe ich einfach nicht. Hallo, gucken. Ich habe auch mal heute auf deinen Kanal ein bisschen gespannert. Ach, hat die auch einen? Ich habe da nicht Fortnite, ne? Hm. Oh, sagt mir wieder keiner. Sagte wieder keiner. Aber schön, dass du da bist, trotz alledem. Knochen einem. Kuchen, was? Wo? Nein, Knochen. Kuchen. Ich würde Kuchen nehmen. Ich glaube, Geiste. Ich würde lieber Kuchen nehmen als. Hallo Fuchs. Noch hallo Fuchs. Fuchs. Oh. Die Fuchs sind immer zu zweit. Und Raben. Und Raben, die fliegen weg. Ja. Milde Gaben für die Raben. So, weg sind sie. Auch kein Bär zu sehen hier irgendwo. Wow, nur. Wer ist denn? Ein Ballrock. So, ganz klar. Der Schwinde. Ballrock, der ehrlich? Aua, wie geht das denn? Was denn? Da bin ich rangezogen oder so. Ach so, ja, das ist ja hier. Ja, genau, der macht den schlechter Move in dem Ranziehen. Okay, morgen wolltest du irgendwie verreisen, war das so, ne? Der verreisen? Okay, wollte doch weg. Ach so. Auf der Ripperbahn nachts um halb eins. Alter, warum stört dich wieder alle hier? Ach so, wir haben gerade einen roten Bereich, sehe ich gerade, gar nicht gemerkt. Ach du Schande. Schande. Ach du Schande. Lass mich durch. Na dann, aber hier komm. Ah, dicker, fetter Typ. Sigi macht das schon. Für die Vorbereitung. Klar. Wahrscheinlich mal ein großes Lob. Was hast du denn zu sagen? Ja, weiß ich auch nicht, Fender. Wieso, offen sowieso. Ich bin da auch schockiert, dass bereits so viele Punkte drin sind in der Challenge. Weil ich dachte, so bei Waru dauert das ja auch gefühlt ein bisschen länger. Und die hat eigentlich mehr Follower und so weiter. Ich hab da doch ein sicheres Leben eigentlich, aber irgendwie nicht so. Dumm gelaufen. Ja, war mal die Küche weiter aufgucken, wie es geht. Aua. Hast du was gekocht? Was gebacken? Was? Du musst die Küche aufbauen, das heißt, da muss ja eh was drin sein. Ach so, ach. Ah, wieder. Jetzt verstehe ich, was du meinst mit den merkwürdigen Tieren im Chat. Ja, siehst du? Ja, ja. Ich bin sehr bescheiden übrigens. Ja. Lieber Chat. Was? Wie bitte? Wer? Was habe ich da? Was? Was wünschst du dir? 1 Million Euro. Was wünschst du dir? 1 Million Euro. Sei gut, es sind 1 Million Euro. Ja, ich bin bescheiden. Ja, das ja, würde ich eine ja Milliarde sagen. Bist du? Ach, du bist schon weitergelaufen. Ach, du bist eine Nase. Naja, ich denke, wir wollen weiter. Ja, ich bin jetzt einfach nur durch. Ich habe die. Da gehe ich weiter jetzt. Ich brauche Zeit ja, für die Vorbereitung. Ja, ja, okay. Ich mache da alleine alles kaputt. Ich wurde mir jetzt. Oh, hier ist ein Bär. Soll ich mitbringen? Und weil du bist so weit weg, das schaffe ich nicht mehr. Ich bin schon in der Stadt. Okay, cool. Habe ich umsonst einen Bären gefunden? Oh, das war falsch, schade. Ja. Das ist keine Statue. Liegt da nur am Chat. Mein Bild ist super. Ich bin noch nicht bereit. Hui.
Wir werden nicht noch einmal dorthin gehen. Was? Wer sagt das? Und wo sagt das jemand? Und wo ist der Observierer? Was hast du denn gekocht? Ich stehe hier. Ah, jetzt steht die auch. Ich stehe hier. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Warum singst du denn? Weiß ich nicht. Ich auf dich warten muss. Oh, Verzeihung. Dieses übergroße Ungeziefer hat eine weitere Falle zerstört. Ach, diese Wegpunkte brauche ich auch noch ganz dringend. Wegpunkte sind schön und praktisch. Für die Vorbereitung. Ich spreche ihn jetzt an. Cool. Im Moor befindet sich eine gehörnte Frau, die Verderbnis verbreitet, falls ihr das meint. Ja, sie will die Druiden, die Astaroth besiegt haben. Ah, dieser irre Nefane lebt dort draußen. Wir haben bereits versucht, nach ihm zu sehen. Wir schafften es bis zum Steinkreis von Boglen. Dann erschien der Wolfgefährte des Druiden und biss einen meiner Männer. Meine Ritter sind bereits unterbesetzt. Ich werde die übrigen nicht für einen Bastard riskieren, der die Kathedrale hasst. Genau. Kokuni hat Reis in eine frische Gemüsepfanne gemacht. Ah, lecker. Reisessig mit viel Fleisch. Fenris bloß hier, weil sie eine sadistische Ader hat. Und nette Freundin. Du. Was? Ich? Was? Ja. Natürlich. Seit wann hab ich nicht. Was? Nein. Dann sitzt immer hier stirb und ha und ist nicht so schlimm und ist ja gar nicht so eklig. Ah, ist doch nicht sadistisch, ist nur realistisch. Ja, ja. Und wahr. Tralala. Schon wieder muss ich was trinken hier. Gibt's ja wohl nicht. Ja, bei die Atmung ist das ja nicht na, so. Na, liest du mal vor? Was? Oh, willst du nicht vorlesen, die Steinnachricht? Zu spät. Ah, Mist, hab gezaubert. Das war selber schuld. Sachte, mein Freund. Ich gehöre nicht zu den Rittern. Schnüffel, schnüffel. Oh, wie süß. Ich will Druiden spielen jetzt. Ich suche nach deinem Meister. Nefane. Weg. Kannst du mir dabei helfen? Hä? Zeig mir. Ich bin mal gerettet, ich weiß nicht, was du schon wieder machst. Achso, ich hab die Sequenz gerade, hast du keine gesehen? Oh. Nein, ich hab keine Sequenz. Da kam gerade ein Wolf und der Wolf macht Miau und der sagt, hier, komm mit. Ich zeig dir meinen Chef, komm mit herlaufen. Siehst du ihn neben mir? Also er hat nicht gesprochen, er hat nicht gesprochen, aber... Hab nur gesagt, ich bin kein von den Rittern und bringst du mich zu deinem Meister, ich will ihm helfen in so einer Richtung. Jetzt läuft da der Wolf. Miau, miau, wau, wau. Oh, was haben wir hier? Ich glaube, das hier ist PvP-Gebiet. Dass der rot eingefärbt ist. Toll. PvP. Ja, Fenderer freut sich übrigens, dass du zustimmst, dass ich sadistisch bin. Na, danke auch. Guck mal hier, ein verzeugter Bär. Ob der bringt was mit, weiß ich aber nicht. Bei mir hat bisher noch keinen dir was fallen lassen, gerade was du brauchst. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Nee, hatte ich jetzt aber nicht. Schön blöd. Hast recht, Kurin, das ist super warm hier. Danke fürs Trinken lassen, ja. Narius ist eine Flagge, okay. Oh. Ich bin noch nicht bereit. Wenn ich Samira nicht hätte, oh je, sagt Fenra. Das hört Samira bestimmt gern. Darum nehme ich es vor. Ja. Und ja, nochmal, es ist echt zu warm heute. Habt ihr alle recht. Aber inzwischen geht es wird noch wärmer. Ja, es wird noch wärmer, ganz genau. Da freue ich mich auch voll drauf. Wie ich mich darauf freue, Wahnsinn. Zeit für die Vorbereitung. Es wird mega der Sommer. Also jetzt, wo Vini und ich ja einen Garten haben, haben wir festgestellt, dass es seit über 6 Wochen nicht geregnet hat. Ja, hat's auch nicht. Das ist echt heavy, ey. Ja. Sonst, als normaler Mensch, freut man sich, ja, Sonne, Sonne, Strand. Als normaler Garten hat, aber als Gartenmensch. Das ist echt schlimm. Es gibt normale Menschen und es gibt Gartenmenschen, müsst ihr bedenken. Ja, genau. Das sind zwei ganz, ganz verschiedene Typen von Menschen. Die einen sind halt normal, ja. Die anderen nicht so. Ne, Kurin? Du Gartenmensch?
Die Reispfanne geht auch mal ohne Fleisch, sagt sie. Oh, da ist er. Nafane. 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 Was? Wer? Wer seid ihr? Sieht ouch aus. Ja, ein bisschen. Da fehlt mir alles unterhalb der Bauchnabelregion. Aber er ist nicht hier. Feigling. Er fürchtete, Lilith würde euch aufsuchen. Er hatte recht. Ja. Sie hat mich hier aufgeknüpft. Für mich gibt es keine Rettung mehr. Alles, was ihr für mich tun könnt, ist, den Dämon zu finden. Und ich werde euch helfen. Geht nach Norden. Sie ist dort und plant etwas. Etwas. Ihr habt noch Zeit, sie aufzuhalten. Fjorban wird euch begleiten. Schnell! Oh, jetzt haben wir einen Begleiter in Form von eines Wolfes. Nein, Fenra, mir geht's gut. Ich bin nur ein bisschen platt vom Tag heute. Das ist alles. Hm. Apropos, wir haben gerade eine Stunde gespielt. Päuschen oder wie ist? Ja, hab ich auch gesehen. Ja. Also, kleines Päuschen. Mal ganz kurz gucken, kann ich? Nee. Es wird doch kein PvP-Gebiet hier. Na gut, dann 5 Minütchen. Ich trinke 1-2 Schluck Koffeintabletten oder sowas. Und danach bin ich auch wieder besser drauf. Kann man nicht trinken. Ich meinte auch Cola. Ich wollte nicht Cola sagen. Ich meinte Cola. Okay, bis gleich. Bis gleich. 5 Minütchen.